Dario Colonia, der Schnee scheint dich da. Was bedeutet das für dich? Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass der Schnee jetzt so früh kommt. Nicht wie die letzten Jahre. Da können wir super trainieren und es macht natürlich Spass, wenn es so schön eingeschneit ist. Ist die Vorbereitung gelaufen für dich? Ja, im Großen und Ganzen eigentlich gut. Also ohne Krankheit und Verletzung. Und eigentlich gut können trainieren, das gemacht, was ich vorgenommen habe. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dass es bald losgeht. Tour de Ski, Weltmeisterschaft, Gesamtweltcup, alle Objektive für dich? Ja, ein einziges grosses Ziel ist sicher die WM in Lahti dieses Jahr. Ja, dort wird in Topform sein, aber gleich, es gibt viele spannende Rennen, da wo es schon Anfang der Saison, dann Tour de Ski mit Valmy Steyr, also in beide Heimaten kann ich das Rennen machen, das ist sehr schön und ja, mal schauen, wie es läuft, aber der Hauptfokus auf die WM. Teil vom Team Helvetia, was bedeutet das für dich? Ja, ich bin schon seit über 10 Jahren ein Teil der Helvetia-Familie. Das bedeutet mir sehr viel. Hat mich von Anfang an gross unterstützt. Und ja, ich bin froh, dass ich bis heute auf die Unterstützung zählen durfte. Und das war sicher wichtig auch für meine Karriere.